24. Das Rad von Samsara. Wir wollen diese Erkundung der sechs Sinnesbereiche fortsetzen und uns dabei besonders auf den letzten Teil der Anweisungen konzentrieren. Zitat: Er erkennt auch, wie eine nicht entstandene Fessel entstehen kann, wie eine entstandene Fessel überwunden werden kann und wie dem künftigen Entstehen der überwundenen Fessel vorgebeugt werden kann. Zitat Ende. Hier wissen wir nicht nur, dass Fesseln entstehen können, sondern auch, wie sie entstehen und wie wir uns von ihrem Einfluss befreien können. Dafür müssen wir uns genauer die Ursachen und Bedingungen anschauen, aus denen Fesseln und Verunreinigungen entstehen und welcher Prozess dabei in unserem Körper und Geist abläuft. Unser Vorgehen lässt sich durchaus mit wissenschaftlicher Forschung vergleichen. Vor einiger Zeit stand in der New York Times ein Artikel über die großen Fortschritte der Genforschung. Darin wurde festgestellt, je präziser das Verständnis des genetischen Prozesses ist, desto spezifischer können diese Erkenntnisse zur Heilung von Krankheiten genutzt werden. In buddhistischen Texten wird der Buddha oft als der große Arzt bezeichnet, weil er die Ursachen von Leiden genau untersuchte und daraus Heilmittel ableitete. Das ist das große Geschenk der Lehren. Wir müssen die Arbeit zwar selbst machen, aber wir brauchen nicht selbst herauszufinden, wie es geht. Ein bekanntes buddhistisches Chanting erinnert uns an die verschiedenen Qualitäten des Dharma. Es ist hier und jetzt zu verwirklichen, zeitlos, lädt ein zum Komm und Sieh, bringt uns weiter und wird von den Weisen praktiziert. Bedingtes Entstehen. Die Lehre, die den Ursprung und die Befreiung von Leiden am genauesten auf den Punkt bringt, ist die tiefgreifende Analyse, die wir bedingtes Entstehen nennen. Manchmal wird es auch als das Entstehen und Vergehen der Welt bezeichnet. Die übliche Beschreibung des bedingten Entstehens umfasst 12 Glieder und beginnt mit Unwissenheit und willentlichen Handlungen, welche traditionell als die aus vergangenen Leben herrührenden Ursachen für die gegenwärtige Wiedergeburt betrachtet werden. Der Buddha beschreibt im Folgenden jedoch, was allein in diesem Leben bedingt, dass die Verunreinigungen entstehen und so das Rad der samsarischen Existenz weiterrollen lassen. Zitat: Welches, ihr Bhikkhus, ist der Weltursprung? Infolge des Sehens und der sichtbaren Formen entsteht das Bewusstsein des Sehens. Die Verbindung der drei ist die Berührung. Aus der Berührung als Ursache entsteht die Empfindung. Aus der Empfindung als Ursache entsteht der Durst. Aus dem Durst als Ursache entsteht das Erfassen. Aus dem Erfassen als Ursache entsteht das Werden. Aus dem Werden als Ursache entsteht die Geburt. Aus der Geburt als Ursache entstehen Alter und Tod. Schmerz, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung. Dies, ihr Bhikkhus, ist der Weltursprung. Zitat Ende. Die Glieder des bedingten Entstehens beschreiben sowohl die großen Zyklen von Geburt, Tod und Wiedergeburt in verschiedenen Existenzebenen, als auch, etwas unmittelbarer anwendbar, den Prozess, der die Entfaltung unseres gegenwärtigen Lebens bestimmt. Da wir bereits geboren wurden, sind die Sinnesbereiche schon vorhanden. Abhängig von den Sinnesbereichen entsteht unausweichlich Kontakt, also das Zusammentreffen der Sinnesgrundlagen mit den Sinnesobjekten und dem Bewusstsein. Mit dem Kontakt entsteht das Gefühl, welches das Objekt als angenehm, unangenehm oder neutral einstuft. Die Kette des bedingten Entstehens durchbrechen. Damit befinden wir uns an einem kritischen Punkt. In diesem Zusammentreffen von Sinnesbereichen, Kontakt und Gefühl zeigt uns der Buddha den Weg aus dem Leiden, das Tor zur Freiheit. Wird dem Kontakt und dem Gefühl mit unweiser Aufmerksamkeit begegnet, so folgt als erlernte Reaktion auf angenehme Erfahrungen Verlangen, auf unangenehme Erfahrungen Abneigung, auf neutrale Erfahrungen Dumpfheit oder Verblendung. Doch indem wir den Kontakt und das Gefühl achtsam wahrnehmen, durchbrechen wir genau an dieser Stelle die Kette des bedingten Entstehens und es folgt kein Verlangen, kein Anhaften, weder Werden noch ein Kreislauf von Geburt und Tod. Die Frage ist, wie wir daraus eine sinnvolle Praxis machen können,
damit es nicht nur eine interessante Idee bleibt. Es gerät leicht aus dem Blick, dass es dem Buddha immer um die direkte Erfahrung dessen geht, was Leiden erzeugt und wie wir uns davon befreien können. Wir können den Sinnesbereichen, dem Kontakt und den Gefühlen auf unterschiedliche Weise achtsam begegnen. Wir können einfach das Auftauchen der verschiedenen Sinnesobjekte bemerken. Anblicke, Geräusche, Gerüche, Geschmäcker, Körperempfindungen und Gedanken. Oder wir achten mehr auf den Prozess des Kontaktes. Sehen, hören, riechen, schmecken, berühren und denken. Dies ist der Moment, in dem die Sinnesgrundlage, das Sinnesobjekt und das Bewusstsein zusammenkommen. Manchmal betonen wir vielleicht den wissenden Aspekt und ruhen in der Erkenntnis. Dann bemühen wir uns weniger darum, den Geist auf ein Objekt auszurichten, sondern üben uns eher in empfänglichem Gewahrsein, der Leichtigkeit des bloßen Erkennens dessen, was erscheint. Wir brauchen uns in allen Situationen lediglich daran zu erinnern, dass nur 6 Dinge geschehen. Das ist alles. Indem wir auf diese Art wiederholt bemerken, was entsteht, entkommen wir den Komplexitäten unserer Lebensgeschichte und ruhen in der schlichten, momentanen Erfahrung. Achtsamkeit bedeutet nicht, Sinneseindrücke und Gefühle zu vermeiden oder abzuschneiden, was ohnehin unmöglich wäre. Achtsamkeit bedeutet vielmehr, einfach zu bemerken, was von Moment zu Moment erscheint. Während wir die Sinnesobjekte oder den Kontakt bemerken oder einfach im Erkennen verweilen, kann es sich jedoch zeigen, dass wir uns weiterhin in Reaktionen verwickeln und nach wie vor Fesseln und Verunreinigungen auftauchen. Dann kann es hilfreich sein, die Art des Gefühls im Geist zu benennen. Angenehm, angenehm, unangenehm, unangenehm. Oder wir können die Gefühle konkret bezeichnen. Manchmal hilft auch eine doppelte Benennung, Kontakt angenehm oder Kontakt unangenehm, den Geist aus seiner Verstrickung mit dem Objekt zu lösen. Der Begriff Kontakt bringt uns mit dem jeweiligen Sinnesobjekt direkt in Berührung, während angenehm oder unangenehm uns daran erinnert, das Gefühl achtsam zu bemerken, statt unbewusst darauf zu reagieren. Achtsamkeit auf Verlangen. Es scheint so einfach, die Sinnesbereiche, den Kontakt und das Gefühl achtsam wahrzunehmen und schon hat das Leiden ein Ende. Doch wir alle wissen, wie uns alte Gewohnheiten und Neigungen an diesen Toren zur Freiheit vorbeischießen lassen. Nur allzu oft merken wir erst, was geschieht, wenn wir uns bereits im Klammergriff des Verlangens befinden. Zum Glück führt ein Verständnis der nächsten Glieder dieser Kette zu etlichen weiteren Möglichkeiten, den Geist zu befreien. Verlangen entsteht aufgrund von konditionierten Gefühlen. An dieser Stelle können wir auf das Verlangen selbst achtsam sein. Dieser Teil der Praxis ist äußerst erhellend, weil wir damit eine der grundlegenden Kräfte des Lebens erkunden. Verlangen ist die übliche Übersetzung des Pali-Wortes Tanha, welches auch als Gier, Hunger oder Durst verstanden werden kann. Seine zentrale Bedeutung kommt in dem Lied der Erleuchtung zum Ausdruck, das dem Buddha unmittelbar nach seinem Erwachen unter dem Bodhi-Baum entsprang. In den letzten Zeilen, die den befreiten Zustand verkünden, heißt es: Verwirklicht ist das Unbedingte, das Ende des Verlangens ist erlangt. Seine zentrale Bedeutung kommt in dem Lied der Erleuchtung zum Ausdruck, das dem Buddha unmittelbar nach seinem Erwachen unter dem Bodhi-Baum entsprang. In den letzten Zeilen, die den befreiten Zustand verkünden, heißt es: Verwirklicht ist das Unbedingte, das Ende des Verlangens ist erlangt. Wir mögen noch nicht so weit sein, dass wir das selbst so bekunden könnten, doch wir können anfangen, die Kraft von Tanya, von Verlangen klarer zu begreifen und zumindest für kurze Momente die Freiheit erfahren, die mit seinem Überwinden einhergeht. Wir können das in unserer eigenen Praxis üben, indem wir es bemerken, sobald ein simples Verlangen im Geist erscheint. Das kann der Wunsch nach einer Tasse Tee, einem Stück Schokolade oder dem nächsten Urlaub sein. Wir können versuchen, das Verlangen achtsam zu bemerken, ohne uns darin zu verlieren und ohne es zu verdrängen. Wir können spüren, wie sich die Energie des Wollens im Körper anfühlt. Während wir das Verlangen achtsam bemerken, zeigt sich, dass es auch irgendwann wieder verschwindet. Seien Sie sich dieses Moments besonders bewusst,
denn in ihm liegt eine wesentliche Erkenntnis über die vergängliche Natur des Verlangens selbst. Es wird klar, dass ein Verlangen nicht erfüllt werden muss, um sich aufzulösen. Wie auch alles andere, so entsteht und vergeht Verlangen von selbst. Manchmal vergeht Verlangen und kehrt nicht zurück. In dem Fall haben wir zumindest für diesen Augenblick die Kette des bedingten Entstehens durchbrochen. Zu anderen Zeiten scheint das Verlangen jedoch nur auf einen unachtsamen Augenblick zu lauern, um wiederzukehren, und dann wird es durch das nächste Glied der Kette, die Anhaftung, gestärkt. Jetzt wird die Sache etwas ernster. Dies ist unsere letzte Chance, denn danach folgt in der Regel die Handlung. Doch es ist auch ein sehr interessanter Punkt der geistigen Aktivität. An dieser Stelle können wir den Unterschied zwischen Verlangen und Anhaften bemerken. Verlangen ist das Wollen, der Durst nach etwas. Anhaften ist das Festhalten wollen, das Greifen nach dem Objekt des Verlangens oder manchmal sogar nach dem Verlangen selbst. Ich stelle fest, dass ich häufig weniger vom eigentlichen Objekt als von der Energie des Wollens angezogen werde. Ich halte vielleicht an dem Gedanken des Wollens fest, weil ich fürchte, mir könnte sonst etwas fehlen. Es scheint mir dann, als ob das Objekt des Verlangens eigentlich sekundär ist und es mir mehr darum geht, ein Gefühl des Mangels zu vermeiden. An dieser Stelle treten eine Menge verführerischer Gedanken auf den Plan wie: Warum sollte ich nicht noch einen zweiten oder dritten Keks nehmen? Das wird mir mehr Energie geben. Oder: Tu dir doch mal etwas Gutes. So finden wir gute Gründe für unser Verlangen, statt es nur zu beobachten. Und so auf der Erfahrungsebene mit diesen Gliedern der Kette des bedingten Entstehens vertraut zu machen, Sinnesbereiche, Kontakt, Gefühl, Verlangen, Anhaften, entspricht den Anweisungen, die uns der Buddha im Satipatthana Sutta gegeben hat. Zitat: Er erkennt auch, wie eine nicht entstandene Fessel entstehen kann, wie eine entstandene Fessel überwunden werden kann und wie dem künftigen Entstehen der überwundenen Fessel vorgebeugt werden kann. Zitat Ende. Dabei gilt es zu bedenken, dass der Buddha sich immer auf Leiden bezieht, so oft er über Fesseln und Verunreinigungen spricht. Diese Praxis ist daher sehr alltagstauglich und ein Schlüssel zu Frieden und Glück. Die bedingte Natur der Wahrnehmung. In seinem Buch Der direkte Weg verweist Analayo auf einen weiteren tief eingeprägten Ablauf, der mit den Sinnesbereichen beginnt und in all den komplexen Verstrickungen unserer mentalen Projektion endet. Diesen Ablauf zu verstehen ist ein weiterer Weg, die Anweisung des Buddha zum Erkennen des Entstehens, des Überwindens und des Vermeidens von Fesseln anzuwenden. Es geht dabei um den Kontakt mit den Sinnesbereichen als Grundlage für Gefühle und Wahrnehmungen. Dieser Faktor der Wahrnehmung kann dann zu sich vermehrenden Gedanken und sich ausbreitenden Vorstellungen führen. Es ist hilfreich zu erkunden, wie all dies passiert und was es für unsere Lebensführung bedeutet. Wie bereits erwähnt, ist die Wahrnehmung der mentale Faktor, welcher Erfahrung interpretiert, indem er die bezeichnenden Merkmale eines Objekts erkennt und erinnert. Auf der simpelsten Ebene erkennt die Wahrnehmung den Unterschied zwischen Rot und Blau, zwischen heiß und kalt, zwischen Mann und Frau. Doch es gibt hier einen Aspekt, der für unsere Freiheit entscheidend ist. Wahrnehmungen sind nicht absolut. Sie sind auf vielen Ebenen bedingt. Zu den großen Missverständnissen, mit denen die meisten von uns durchs Leben gehen, gehört, dass unsere Wahrnehmung unserer selbst und der Welt im Wesentlichen zutreffend und wahr sei und eine stabile, absolute Wirklichkeit spiegele. Dieser Irrglaube führt zu sehr viel Leiden, sowohl global als auch in unseren persönlichen Lebenssituationen. Beispiele für die relative, bedingte Natur der Wahrnehmung sind leicht zu finden. Zum einen beruht die Art, wie wir die Dinge sehen, auf unserer karmischen Ausgangssituation. Was für ein Geier eine köstliche Mahlzeit ist, erscheint uns als sehr unappetitliches, verwesendes Fleisch. Dasselbe Objekt, unterschiedliche Wahrnehmungen. Auch kulturelle Bedingungen beeinflussen unsere Sichtweise. Wir brauchen nur in den Nahen Osten zu schauen. Für die einen sind Selbstmordattentäter brutale Terroristen, die anderen betrachten sie als Märtyrer einer heiligen Sache. Der buddhistische Gelehrte Rune Johansen schrieb: Die Dinge werden durch die Linse unserer Verlangen, Vorurteile und Abneigungen wahrgenommen und entsprechend transformiert.
Wir können die Voreingenommenheit unserer Wahrnehmung auch in den ganz gewöhnlichen Umständen unseres Alltags erkennen. Vor einigen Jahren war ich in einen emotional stark aufgeladenen Organisationskonflikt verwickelt. Für mich stand außer Zweifel, dass ich die Situation ganz klar sah. Natürlich waren jene, die auf der Gegenseite standen, derselben Meinung. Die Auseinandersetzung heizte sich auf und die Gefühle des Ärgers und der Abwehr nahmen zu. An einem gewissen Punkt wurde mir mein eigenes Leiden und das der anderen bewusst. Ich trat einen Schritt zurück und stellte mir eine äußerst befreiend wirkende Frage. Warum fühlen die anderen so? Wie nehmen sie die Situation wahr? Sobald ich nicht mehr so stark an meiner eigenen Wahrnehmung der Dinge festhielt, verwickelte ich nicht mehr so leicht in Anklagen und Bewertungen und konnte die starken Gefühle der anderen besser verstehen. Der japanische Zen-Meister des 16. Jahrhunderts, Bankai, hat diese Bereitschaft, die Anhaftung an die eigene Wahrnehmung aufzugeben und sie als relativ und begrenzt zu erkennen, in dem Spruch auf den Punkt gebracht: Ergreife nicht für dich selbst Partei. Damit ist natürlich nicht gemeint, wir sollten all unsere Ansichten fallen lassen und uns immer der Meinung und den Ideen der anderen anschließen. Es gilt vielmehr zu erkennen, dass alle Perspektiven bedingt sind und dann mit möglichst viel Weisheit die beste Lösung zu finden. Unsere Wahrnehmungen sind auch durch die latenten Neigungen des Geistes geprägt, durch die gewohnten Projektionen, die unsere Sicht unserer selbst und der Welt färben. In Bezug auf die Meditation ist zum Beispiel eine weit verbreitete Ansicht, eine angenehme Sitzmeditation sei gut und eine unangenehme oder schmerzhafte schlecht. Obwohl wir vielleicht intellektuell wissen, dass das nicht wahr ist, bewirkt unsere durch die latente Neigung zu Verlangen und Abneigung geprägte Wahrnehmung diese gefühlte Bewertung. Das Besondere an der Art, wie der Buddha den Geist versteht, ist die Erkenntnis, dass Wahrnehmungen, die durch mentale Gewohnheiten geprägt wurden, auch durch Übung dahingehend verändert werden können, dass sie Glück und Freiheit fördern.